jedes Jahr das Gleiche. Der hat wenigstens einen Hauch auf, dass er sich nicht verkühlt, damit er die nächsten 30 Rampusläufe in der nächsten Zeit auch noch übersteht. Ein paar Gescheite sind schon dabei, aber die kann man auf einer Hand abzählen. Auf einer Hand von einem Tischler, der 4 Unfälle gehabt hat. Wilde Jagd Klagenfurt, Obmann Jürgen Weige. Wo ist er? Obmann. Ich bin Obmann ist da, jawohl. Obmann, da zeigst du uns ein bisschen was. Ja, ja, man wird mal gucken. Ich bin schon seit 8 Jahren dabei. Und das nächste Jahr der neue Obmann, das ist der Patrick Hilfert. Der macht sich sehr gut. Bist du in der Region? Nein, nie davon. Warum? Hörst du auf? Weil ich immer eine Stimme höre. Was macht das ganze Jahr eigentlich? Trainieren und was? Ja, und der Türkerreifen machen. Wir machen das in der Türkerreifen. Wissen, was wir machen können, was leider wird. Was tut so vorbereitet? Jetzt nochmal die Strecke durch das Rennen müsst, so die Kratzer hergegangen. Ja, die Kratzer, okay, weil da muss ich aufpassen. Wir kennen das ja von den Skifahrern, wenn sie Gedanken nochmal die Strecke durchgehen. Das ist relativ schwer bei uns, wir haben doch Angst, wenn sie gehen, gell? Aber, jawohl. So, gut, Herr Obmann, haben wir noch irgendwas zum Sagen? Wollen wir begrüßen vielleicht? Die manche Gruppen, ich möchte ein Dankeschön sagen, weil wir das immer gucken, dass sie den Gernstoff und die überlassenen Partner natürlich. Alles klar, meine Damen und Herren. Das letzte Mal der Obmann in Graz, ein wirklich emotionaler Moment. Da. Und war ein bisschen auf die Tränendrüse drückt, aber er ist ja nicht ganz.